Wenn ich jetzt Gerotum sweept werde, hau ich irgendwem ganz klein. Jetzt geht er für einen Ladungsstoß. Das ist jetzt kein One-Hit, oder? Paddy, Alter, du geile Sau. Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Wilding Y Nuzlocke Challenge mit eurem Bambo. Meine lieben Freunde, wir sind genau da, wo wir letzte Folge stehen geblieben sind, nämlich im Team Flare Hideout. Gut, meine lieben Freunde, wir haben letzte Folge den Doppelkampf hier gemacht. Jetzt ist halt die Frage, ob wir jetzt noch einen Doppelkampf haben, weil wir haben halt ziemlich viel schon machen. Wir müssen die ultimative Waffe stoppen, ich weiß. Meine lieben Freunde, ich hoffe, das ist jetzt endlich die letzte Folge von Team Flare. Ich hoffe es, wenn ich ehrlich bin. Weil... ist halt mies. Wir haben jetzt mittlerweile 4 Folgen. Okay, Leute. Meine lieben Freunde, es ist meine erste Aufnahme. Ich bin noch nicht in der Aufnahmesession drinnen. Joa, wir haben jetzt mittlerweile... ein paar Sachen hinter uns und haben jetzt mittlerweile 5 Folgen hinter uns. Das ist jetzt die Folge 5, was wir jetzt hintereinander im Team Flare machen müssen. Ich hoffe, das ist jetzt die letzte Folge. Wir sind bei Iveltal, also. Und anscheinend müssen wir keine Doppelkämpfe mehr machen. Oder doch? 99% der Energie des Legions absorbiert, aber wir sollten keine Risiko eingehen und sicher dieser Baker fertig machen. Schnell hier weg. Okay, der rennt der hinterher. Die hier überlasse ich. Ich werde Sana beschützen. Alter, und ich darf jetzt alle anderen 4 machen, oder wie schaut das aus? Okay, anscheinend muss ich doch noch irgendwie was machen. Ja, ist okay. Gut, dann gehen wir halt einen nach dem anderen durch. Ist in Ordnung, ist von mir aus fein. Anscheinend haben wir doch noch ein paar Fighter. Meine lieben Freunde, ihr habt mir jetzt ein bisschen was in die Kommentare geschrieben, und zwar zwecks Speckschicht. Dass ich ein bisschen ein Thema habe, das ich ansprechen kann. Okay, da könnte ich aus einer Aurasphäre gehen. Angeberei. Warum müssen die eigentlich alle mit Angeberei und Schmarotzer und alle diese dummen Moves spielen? Wirklich. So. Cleopatra, fucker you. So. Nämlich haben wir jetzt ja ein paar... Habt ihr mir in die Kommentare geschrieben, Speckschicht? Oh Gott, da steht gerade Rotom Mo vor mir. Rotom Grass vor mir. Also auf jeden Fall Gras Rotom. Aber ist auch fein, weil Blättersturm. Ja, wird FIFA resistiert, mein Boy. Der war jetzt ein bisschen blöd. So, meine lieben Freunde, und zwar Speckschicht habt ihr mir in die Kommentare geschrieben, dass ihr auch keine Ahnung habt, warum der manchmal auf Ding geht, warum der manchmal auf Feuermoves geht, obwohl eigentlich der Kampfmove gerade die bessere Entscheidung ist. Deswegen würde ich sagen, ich mache mir jetzt da nicht viele Gedanken drum, sondern akzeptiere das jetzt einfach und weiß, dass ich zwecks Speckschicht jetzt nicht wirklich was einsetzen kann. So. Bugger you. Wir sind mit Assassino drinnen. Anscheinend müssen wir jetzt noch mehr Team Flare Vorstände machen. Das, was ich mir aber auf jeden Fall geschworen habe. Voltenso. Voltenso ist halt jetzt das Problem. Voltenso ist jetzt das... Ich könnte outspeeden, maybe. Aber ich weiß nicht, ob der Flammenwurf killt. Deswegen lieber Paddy, die spezielle Wand. Das war instant ein Crit, nice one. Sehr schön, die Folge geht schon gut los. Toxin ist auch fein, if I'm being honest. Weil ich habe dann eh eine Top-Genesung. Und der Solarbeam tut ja echt weh as fuck. So, halte ich nochmal den Toxin aus? Wenn ja, dann gehe ich jetzt nochmal auf den Solarbeam. Schutzschild. Fuck you, Alter. Ist das jetzt wirklich Stalling Tactics?
Das ist halt jetzt das Problem, weil das tank ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Das heißt, ich brauche irgendwas, was outspeedet, wenn ich ehrlich bin. Da wird jetzt aber kein Feuer-Move kommen, oder? Da kommt jetzt wahrscheinlich wieder ein Donnerblitz oder so ein Shit. Und dann war's das, oder? So, was ich euch sagen wollte, das, was ich mir heute geschworen habe, ist... Ja, ist fein. Das, was ich mir heute geschworen habe, ist folgendes. Dass ich auf jeden Fall den Kampf hier zu Ende mache. Dass ich hier auf jeden Fall, egal wie lange das jetzt dauert, es kann jetzt die Folge 40 Minuten dauern, aber ich will jetzt nicht noch einen Cut machen zwischen den Team Flair Folgen. Das heißt, ich werde jetzt actually auf jeden Fall, oh Gott, Mark Brands, ich werde jetzt auf jeden Fall actually heute die ganze Team Flair Ding zu Ende machen. Das heißt, wir fighten heute auf jeden Fall noch Flordelis. Das ist jetzt einmal fix. Wir fighten heute auf jeden Fall nochmal Flordelis, das ist jetzt einmal auf jeden Fall fix. Und ja, sonst glaube ich, oh Gott, Donnerblitz, aber den tank ich. Easy, ja. Und auch wenn die Folge 45 Minuten dauert. Wie gesagt, Leute, es ist jetzt mittlerweile die 5. Folge hintereinander, wo wir nur Team Flares haben. Das schadet meinen Aufrufzahlen, das schadet eurer Watchtime oder so in die Richtung. Ich meine, es sind zwar insane geile Fights und wir haben wie einen Fight nach dem anderen, aber wenn du seit 5 Folgen dieselbe Leier hast und dieselben Team Flair Vorstände fighten musst, ist das halt jetzt echt nicht so geil, wenn ich ehrlich bin. Also da verstehe ich euch, dass ihr sagt, das ist jetzt mittlerweile echt langweilig. So, und dann haben wir nicht mehr lang, bis das nächste Projekt startet. Das heißt, ihr könnt mir gern schon mal in die Kommentare schreiben, was ihr gerne als nächstes Projekt hättet. So, was mache ich als nächstes? Machen wir den als nächstes. Machen wir einmal Frau, einmal Mann, einmal Frau, einmal Mann. So. Was kommt da jetzt? Skunk Tank. Das ist fein, actually, I guess. Dadurch, dass wir bei Wummer, dank Mega Wumme, auf alles halbwegs Step drauf kriegen, kann ich da jetzt actually drin bleiben. Das ist eine Menge Damage und er geht auf Feuersturm. Aber ich habe doch gar keine Schneespeckschicht. Die AI ist einfach random. Ich muss es akzeptieren, dass die AI einfach random ist. Das habt ihr mir jetzt in die Kommentare geschrieben. Das ist euch aufgefallen, das ist mir aufgefallen. Also, oh Gott, Elevoltic. Ey, Elevoltic ist halt schwierig. Ich habe so ein Electric-Problem, wenn ich ehrlich bin. Ich habe so ein Electric-Problem überhaupt gegen Elevoltic. Ladungsstoß. Ist das eigentlich Discharge? Ja, oder? Ich glaube, Ladungsstoß ist echt einfach Discharge. So, Mondgewalt. Wenn das ein Kampfmond ist, was wir ja schon ein paar Mal herausgefunden haben, da killt er jetzt. Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr fein. Paddy ist natürlich wieder absolut insane. Hundemon. Ja, da muss ich actually raus. Oh Gott, Hundemon, Alter. Da gehen wir zu Lucrian. Ich weiß halt nicht, Alter, mit was leadet ein Flordelis mit Mien Fu, oder? Das heißt, ich müsste eigentlich... Oh Gott, wir sind instant vergiftet. Let's go. Das heißt, ich müsste eigentlich, wenn ich ehrlich bin, mit Ding leaden. Mit, Mien Fu, wenn der wieder auf seine blöden Stafetten-Sachen... Ich bin nämlich am überlegen... Er leadet mit Mien Fu. Ich könnte mit Lucrian leaden und mit... und dann halt wieder hoffen, dass er für den Turm geht. Oder ich lead einfach... Weil wenn der aufsetzt... Rotom. Schon wieder... Haben wir jetzt alle Rotoms durch? Okay, das ist jetzt Rotom Wash. Da ist Paddy ziemlich nice dran. Weil wenn der jetzt... Folgendes. Wenn der jetzt aufsetzt... Oder lead ich einfach mit Glurak... Tank einen Turmkick, maybe, und geh auf einen Luftschnitt. Wäre auf jeden Fall um einiges geiler. Und hau da einfach nur drauf. Warum geht der auf Doppelteam? What is this? Okay, Strauchler macht ja null Damage. Oh nee.
Warum müsst ihr alle auf Konfusstrahl und Angeberei gehen? Ich verstehe es nicht. Und instant hitte ich mich selbst. Oh Gott. Wenn ich jetzt Gerotum sweept werde, hau ich irgendwem ganz klein. So, und jetzt muss ich raus. Ja, und jetzt muss ich raus, aber zu Sherman, I guess, oder? Kann Sherman den 1v1en? Ja, oder? Hydropumpe, die esse ich zum Frühstück. Das ist eine kalte Dusche für Sherman, wirklich. So, Spukball, ich müsste auf jeden Fall noch... Oh Gott. Werde ich jetzt Gerotom sweept mit Fluchtwert, oder? Weil, wie schaut das aus? Kann... Das ist die dritte 50-50, die wir verlieren. Gott sei Dank. Treffen wir den jetzt. Muss trotzdem raus, weil... Ich muss trotzdem raus, weil Hydropumpe. Problem ist, ich kill mit nichts mehr zu 100%. Dadurch, dass er jetzt dreimal ein Doppelteam drin hat, treffe ich halt nichts mehr zu 100%. Ist fein. Immer noch eine Menge Damage. Ich weiß, dass da jetzt ein Ladungsstrahl kommt, aber er wird doch jetzt auf jeden Fall für einen Konfusstrahl zuerst gehen und dann gehe ich für eine Finstaura. Ja. Bitte, ich muss jetzt nur durch die 50-50 durchkommen. Wenn ich jetzt da jetzt nicht durchkomme, habe ich ein Problem. Bitte. Jetzt wird es langsam richtig mies. Jetzt wird es langsam richtig, richtig mies. Jetzt wird's... Oh nee, wir sind geparat. Are you shitting me? Jetzt wird's langsam richtig mies. Weil... Bin ich trotzdem schneller? Mit der Para? Nee. Bitte nicht. Wir müssen jetzt durchkommen und treffen. Also die Amount of Luck, was wir jetzt... Folgendes. Er misst einmal die Hydropumpe. Doppelteam, ja, ganz ehrlich, fuck you. Solange kein Konfusstall kommt, ich muss jetzt nur den Mond. Ich muss jetzt nur die Mondgewalt treffen. What? Bitte. Mhm. Ich hab mich vor Verwirrung selbst verletzt. Ich hab's gar nicht mitbekommen. Ich hab langsam echt ein Problem. Wirklich? Ich hab jetzt langsam wirklich ein Problem. Ich hab jetzt langsam wirklich ein Problem. Ich muss jetzt nur diese Finsteraura treffen. Bitte. Jetzt geht er für einen Ladungsstoß. Folgendes. Jetzt habe ich echt ein Problem. Hat er keine Hydro... Ich glaube nämlich, er hat keine Hydropumpe mehr, oder? Jetzt, ganz ehrlich, dieses Rotom. Ich hab die, Alter, die Hex. Ich werde von dem Rotom gesweept.
Jetzt sei mir nicht böse. Kann mir jetzt jemand sagen, wie viel Pech ich gegen dieses Rotom hatte? Seid mir jetzt nicht böse. Aber wie... Ich wurde geparat, ich wurde vergiftet, ich habe mich 5-mal selbst gehittet, bin kein einziges Mal durchgekommen und habe 3-mal die Mondgewalt gemisst. Also, jetzt seid mir nicht böse. Was war das für ein Bullshit? Wurscht, wenn wir wirklich vorher Eweltal fighten, nehme ich mir Eweltal mit den Sim, fuck it. Seid mir nicht böse, was war denn das jetzt für ein Bullshit? Was war denn da? Ich bin pissed, Leute. Also ich muss euch das jetzt ganz ehrlich sagen. Ich bin deswegen pissed, weil... Was war denn das jetzt, Alter? Dieses Rotom hat mich komplett nass gemacht. Also komplett. What the fuck was this? Sherman 73, Alter. Pyroleo. Ja, you know what? Luftschnitt und aus. Fertig, Alter. Ey, ganz ehrlich, nö. Ganz ehrlich, nö. Ja, Rotom Freeze, fuck you, Alter, wirklich. Also, ich bin jetzt gerade, man merkt's vielleicht an meiner Stimme, aber ich wurde jetzt gerade von dem Rotom Wash aber sowas von outplayed, weil ich einfach Pech gehabt habe. Das war jetzt nicht einmal, dass ich sagen kann, ich habe jetzt was schlecht gespielt, sondern ich habe einfach nur Pech gehabt. Ich glaube, ich habe den nämlich fast schon pipi-stalled, weil das, der zum Schluss nur mehr auf Doppelteam gegangen ist, heißt für mich, ich habe den actually pipi-stalled. Das war jetzt Rotom mit pipi-stalling. Möchte ich nur gesagt haben. Das war jetzt actually Rotom mit einfach pipi-stalling. So. Was kommt denn da jetzt noch? Bitte irgendwas Normales. Ganz einfach, der hat jetzt Rotom. Was fehlt jetzt für ein Rotom? Das Problem ist... Oh. Ja, egal, Leute. Normalerweise ist die Möglichkeit, dass ich mir Eweltal mit ins Team pack. Dann mache ich halt jetzt Eweltal statt dem. Ich habe mir sogar schon einen Counternamen rausgesucht für Eweltal. Habe ich schon vorher der Folge gemacht, weil... Tim ist der einzige, der von meinen absolut treuen Zuschauern, der noch keinen einzigen Encounter gekriegt hat. Er hat zwar Sisurio gekriegt, aber solange ich Sherman und Nirexus im Team habe, kommt Sisurio nicht ins Team. Und Tim kriegt einfach jetzt fucking hier so viel zum Thema Sisurio. Und Tim kommt jetzt da einfach rein, okay? Tim kommt jetzt da einfach mit dem Team aus, fertig. So. Ich muss wahrscheinlich nur vorher Eweltal fangen. Kommt drauf an. Ich werde jetzt wahrscheinlich nach dem... Ich wollte eigentlich drauf gehen, dass ich... Nein, nicht Sherman. Nicht Lucion. Eigentlich wollte ich gerade nicht Lucion reinsetzen, wenn ich ehrlich bin. Shit. Es geht... Ey, also jetzt... Jetzt wird's langsam nicht mehr lustig. Es war die ganze Zeit schon nicht lustig, aber jetzt wird es langsam wirklich nicht mehr lustig. Ladungsstoß. Ist fein. Ich habe nur Angst, dass der irgendwie... Alter, ich bin instant parat. Also jetzt sei mir nicht, was sind denn die Hacks in dem Game? It's a caller. Der kann wehtun. Wenn ich jetzt parat, instant parat bin, hau ich irgendwas gegen die Wand, Alter. Dankeschön. So, er ist auf -2. Was für mich bedeutet, ich kann jetzt actually einfach zu Paddy rein. Weil wenn der jetzt nochmal für den Hitzer-Caller geht, dann war's es. Das heißt, ich kann jetzt actually zu Paddy rein. Ja, okay. Er ist jetzt auf -4, was für mich bedeutet, das Teil ist gar keine Gefahr mehr. Also absolut null. Es sei denn, er krittet den Hitzekoller durch. Das ist natürlich wieder was anderes, aber bin ich ja an der Stelle nicht mehr. Paddy, ich sag's dir nur. Boah,
Ich wollte gerade sagen, Paddy, ich sag's dir nur, Alter. Wehe, du kommst da jetzt nicht durch. Oh, come on. Please, just don't do it. Yo, Kokex. Ja, fuck you, Alter. Ist Unlicht, ist Kampfmon, ist, heißt für mich, rein da. Bin sogar schneller? Ja, aber wir hitten sich natürlich wieder instant. Turmkick. Ah, fuck. Alter, Gott sei Dank. So, Paddy, Dankeschön. Nicht mehr verwirrt. Sehr nett. So, sehr gut. Das waren jetzt alle 4 Kämpfe. Das heißt, jetzt kommt die Welthall, oder? Normalerweise. Kommt jetzt die Welthall? Please. Einfach die Welthall. Ohne irgendwas. Das war jetzt der letzte Ding. So, wir heilen uns einmal. Es ist einfach wieder Instant Para, Instant Verwirrung, Instant Selbstgehittet. Ey, so, mit was leaden wir? Leaden wir mit Sherman? Wir leaden mit Sherman. Oder leaden wir Paddy? Wir leaden mit Paddy. Paddy ist, glaube ich, gut. Paddy ist actually gut. Knack. Ui, kommt jetzt mein Intro. Ah, es kommt actually mein Intro. Leute, Intro-Sequenz. Let's go. Wir kommen zu einer neuen Folge Wilting Y. Nee, ist natürlich die Ding-Sequenz. Ich wollte halt damals die Sequenz als Intro nehmen, weil die 3D-Effekte ausnutzen von Pokémon. Wenn ich ehrlich bin. Ich habe mich halt nicht gut dazu hinschneiden können, weil das halt die ganze Zeit gedrehe ist und so weiter und so fort. War auf jeden Fall wieder eine Menge Arbeit, das Intro. Bin ich ehrlich mit euch. Ich wollte ja am Anfang die ganze Intro-Sequenz nehmen. Ich wollte am Anfang die ganze Intro-Sequenz nehmen, wenn ich ehrlich bin mit euch. Aber die ganze Intro-Sequenz ist einfach zu lang. Wie man sieht. Ich glaube, die haben da actually einfach das halbe Budget für diese Intro-Sequenz aufgebraucht. So, ist es jetzt... Falls. Okay, Weltall. Nice one. Gut, das heißt, ich lead mit Paddy. Das ist ziemlich feines. Tankt denn eine Voltgewalt oder gehe ich jetzt instant auf einen Flottball? Gehe instant auf einen Flottball, warum nicht? Ich sag's euch, Leute, es ist eine Sache der Ehre, das Pokémon jetzt nicht mit einem Meisterball zu fangen, sondern mit anderen Bällen. Aber wenn es zu brenzlig wird, haue ich den Meisterball. Psychokinese. Das ist auf jeden Fall nicht viel Damage. Okay. Dadurch, dass der Flottball nicht funktioniert hat, gehe ich jetzt einmal für einen Strauchler, I guess. Natürlich nicht viel Damage, aber es ist fein. Aber Paddy ist halt Monster-Tank, was die Welthall angeht. Das war ein Crit, nice one. Wir sind auf jeden Fall im gelben Bereich. Ich muss das Teil fangen, weil sonst habe ich 5 Pokémon gegen Flordelis. Und das... Shit, Phantomkraft tut aber auch weh, wenn ich ehrlich bin. Shit, Alter. Ist aber auf jeden Fall eine geile Mucke, Alter. Wirklich. I love it. So, ich könnte für eine Aromakur gehen, beziehungsweise auf Lucrion, weil Lucrion tankt die Mondgewalt. Und dann gehen wir zu Sherman raus, weil Sherman ist der zweite Tank, den ich benutzen möchte, wenn ich ehrlich bin. Ich gehe nicht auf Toxin. Ich habe leider nichts, wo ich das Teil einschlafen kann. Das war's. Mehr Damage macht er nicht. So, wir gehen für einen Hyperball. Maybe bleibt er ja drin. Wie gesagt, wenn es zu brenzlig wird, move ich raus. Solange ich das Teil tanke, fein. Aber Schmorrelzer tut weh. Boah, goddammit. Ich tanke auf jeden Fall noch einen zweiten Move, was in Ordnung ist. Bleibt drin. Tu mir den Gefallen, es ist eine Sache der Ehre. Bleib drin. Ja, so kannst du drin bleiben. Okay. Scuse mal, Alter. Ist in Ordnung. Ist fein. Dann actually machen wir es so. Ist okay. So, wie versprochen. Tim. Kommt mit ins Team. Ich kann ihn doch nicht mitnehmen. Oh shit.
Ja, natürlich möchte ich Eweltat aus der Box nehmen. Statt MP. Alter, MP ist halt so unnötig, wirklich. Fuck, Alter, sehr gut. Jetzt könnt ihr nicht mehr einsetzen. Du bist der Wahnsinn, Lady V. Das legendäre Pokémon möchte sich auch mit dir befreundet sein. Was für eine überraschende Wendung. Ich hätte nicht gedacht, dass du tatsächlich der Auserwählte bist. Oh, nee, ich muss jetzt... Ist das jetzt Back-to-Back? Nö, oder? Nö. Ist das jetzt Back-to-Back? Wirklich? Oh, shit. Oh shit, es ist back to back. Bin ich geheilt? Nö, oder? Ich meine, ich habe Eweltal mit, was Feines. So, meine lieben Freunde, welcome back an. Übliches Game hat sich aufgehängt. Was soll ich euch sagen? Ich habe jetzt die ganze Folge jetzt nochmal nachspielen müssen. Zwecks Eweltal fangen und alles. Das heißt, wenn jetzt irgendwas in der andere XP-Leiste ist oder ich glaube, Eweltal ist jetzt in den Flottball drin geblieben, gleich beim ersten Mal und nicht in dem Hyperball. Es tut mir leid, ich habe jetzt die ganze Folge nachspielen müssen. Ja, ich habe MP wieder drinnen, es hat sich nichts verändert, so Psychokinese. Schwerttanz, goddammit. Wie gesagt, Game hat sich aufgehangen, jetzt instant bei dem Schwerttanz, weil ich habe gewusst, dass der auf den Schwerttanz geht. So, und das killt nicht, fuck. Geht der jetzt für eine Staffette oder geht der jetzt für einen Turmkick? Egal für was er jetzt geht, ich gehe zu Sherman, weil Ding. Okay, so Leute, folgendes. Game hat sich aufgehangen, es tut mir leid, ich habe die ganze Folge nachspielen müssen. Jetzt sind wir wieder da, okay? Ja, fuck you. So, passt, sehr gut. Gut, dass wir das jetzt geklärt haben, weil das Teil ist jetzt dead. Sehr gut. Joa, Kramchef. Oh, shit. Du warst der Bro mit dem Sturzflug, gell? Ich bin actually geheilt. So, Toxin, maybe. Wir scouten mal, aber ich glaube, er geht für den Sturzflug. Es macht keinen anderen Sinn, dass er für irgendwas anderes geht, als für den Sturzflug. So, ist halt jetzt die Frage, was tankt ein Sturzflug? Nämlich Lucrion. Normalerweise, würde ich sagen. So, volle Konzentration, wie gesagt, das Game, das ist die Folge. Ich habe keine Ahnung, wie lange jetzt die Folge noch dauert, dadurch, dass ich die letzte jetzt actually nachspielen habe müssen. So, das tank ich aber, oder? Please. Ja, easy auch noch, Alter. So, wir gehen jetzt für einen Slack-Off. Kann ich den Gegen-Slack-Offen und einfach gegen-healen? Goddammit, das war ein Crit, oder? War das jetzt kein Crit? Aber warum hat der jetzt so viel Damage gemacht? Ich wollte gerade sagen, ob der vielleicht Metronom hat, aber das wäre ja vielleicht ein bisschen zu broken gewesen, oder? Wenn der als Item Metronom hat. Nee, das wäre, glaube ich, ein bisschen zu broken. So, Blizzard. Habe ich jetzt vergessen, die Leftovers auf Ding zu geben? Ja, oder? Fuck. Ich habe actually vergessen, die Leftovers auf Lucrion zu geben. Ist egal, wir treffen den Blizzard, ist fein. So, gut. Meine lieben Freunde, eigentlich habe ich, ich weiß nicht, habe ich das in der letzten Folge gemacht? Die Leftovers, weil eigentlich wollte ich die Leftovers auf Lucrion drauf haben und das habe ich jetzt actually vergessen. So, Pyroleo. Da kommt jetzt eine Schallwelle. Ist aber fein. Solarstrahl. Ey, Bro, das ist jetzt ein Free-Kill. Also, das war jetzt actually ein Free-Kill. Das war jetzt Action Free-Will. So, und jetzt Knackrack. Und das ist der nächste Free-Kill. Wenn der Blizzard jetzt trifft, ist das ein Free-Kill. Okay, wir missen beide. Tank ich eine Steinkante? Die ist kein Stab. Das ist kein... Es macht so wenig Sinn, alles. Sweep ich da jetzt durch? Nee, oder? Ach, come on. Ramov. Oh, shit. Es ist noch nicht vorbei. Aber ich habe noch kein Mega eingesetzt und gar nichts. Das ist fein. Ramov ist halt so ein geiles Pokémon. Eva gebrummt. Das tut zwar jetzt insane weh, aber... Oh shit, warum glaube ich, dass ich das tanke? Ja, ist egal, Lucrion tut mir jetzt leid, aber ich war jetzt so perplex von dem, dass der mir einen Free-Kill nach dem anderen gegeben hat, dass ich jetzt actually sage, okay, ist fine.
Mega-Entwicklung deswegen, weil wir jetzt die Dürre rausbekommen und dann gehen wir von den Flammenwurf, weil der ist neutral, weil den Luftschnitt können wir missen. Der Flammenwurf ist jetzt neutral, er ist in der Dürre. Wir tanken jetzt mindestens alles, was da jetzt kommt. Und dann haben wir Dürre gegen Mega-Garados. Oder? Psychokinese. Tut zwar insane weh auf plus 1. Nee, tut nicht insane weh auf plus 1. Nice. So, und jetzt kommt Mega-Garados, gell? Aber wir haben die Dürre draußen. Das heißt Paddy rein und Solar Beam. Wir kriegen sogar den Bedroher weg. Ja. Jetzt Paddy, weil Nassstrife macht genau 0. Er kann vielleicht doch für eine Windhose gehen. I don't know. Ich habe jetzt auf jeden Fall einen Solar Beam. Oder einen Moonblast. Es ist egal. Es ist Unlichtmon. Es ist auf jeden Fall Mega Garados, was halt mies ist. Er geht auf den Dragon Dance. Oh. Shit. Erdbeben ist fein. Das ist jetzt kein One-Hit, oder? Paddy, Alter, du geile Sau. Paddy, du geile Sau. Outspeed ich mit Assassino, müsste ich eigentlich. Warum jetzt für eine Kaskade? Ja, weil Random Move und Shit like this. Okay, vielleicht werde ich trotzdem noch gesweept. Ja, wenn... Wait, wenn die Rexus jetzt nicht outspeedet, werde ich gesweept. Shit. Oh, und die Rexus outspeedet. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich war jetzt so perplex, dass der mir einen Freekill nach dem anderen gegeben hat, dass ich jetzt... Ja, aber come on, der hat jetzt zwei Sweeper drin gehabt. Einmal Ramoth mit Ding. Einmal Ramoth mit Silver Dance und einmal Drachentanz Garados. Also sei mir nicht böse. Werden die ultimativen Waffen nicht eingesetzt werden. Ich glaube, das ist das einzige Richtige. Dumme Menschen immer mehr wegzunehmen, dieses Gerät. Wurde ursprünglich entwickelt, verstorbene Pokémon wieder ins Leben zu rufen, doch vor mehr als 1000 Jahren beschloss der König, die Ultimative umzuwandeln. Gerade genug für den letzten Einsatz. Die Ultimative hat wie selbst die Zeit ihrer Blüte überschritten und das Gewinnbringend davon Gebrauch gemacht wurde. Also zum Schluss werde ich euch die Kraft zeigen. Setzt er jetzt die ultimative Waffe doch ein? Hä, was bringt sich das, dass ich den jetzt dann 700 Mal gefightet habe? Ich muss jetzt schon, wie lange eigentlich schon die Folge ist. Wie lange dauert denn die letzte Folge? Die letzte Folge dauert 24 Minuten. Das heißt, ich bin actually gut bei 30 Minuten, wenn wir Team Flair. Ja, hat die sich jetzt wieder abgeschalten oder what is this? Ich hab die jetzt sich selbst zerstört. Oder? Ich bin verwirrt, Leute. Also, ich bin die Folge nur verwirrt. Eure Mut und eure Gutherzigkeit sind wirklich bewundernswert. Ich dachte schon, alles ist aus, wir haben die Sache heil überstanden. So. Wir sind die maskierten Helden. Wir haben unser Bestes gegeben und ziehen durch. Es gibt übrigens Neuigkeiten. Ihr habt nichts gemacht. Flux, ich setze dort meine Reise fort. Wenn du jetzt sagst. Okay, meine lieben Freunde. Das war sehr antiklimatisch. Wenn ich ehrlich bin. Was ist hier unsere Pokémon das Leben? Ja, Bauer hat einen treuen Gefährten. Ein Pokémon, das er fängt, des Todes befreit und Leben wird. Bla 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 bla. Und so verließ ihn das unsterbliche Pokémon und ging seiner Wege. Er brachte Mann, der alles geopfert hat und Pokémon das Herz. Die beiden trennten,
eine stärkere Macht als der Todesverzweiflung macht sich in der Brust des Mannes breit. Das ist eine schöne Musik. Also ich weiß nicht, ich glaube Sherman hat mir das in der letzten Folge geschrieben. Dass das eine ziemlich traurige Musik ist und er hat actually auch recht. Oh Gott, Leute. Ist jetzt der Team Flair Spuk jetzt endlich vorbei? Kann ich mich jetzt endlich wieder meiner Nuzlocke widmen? Leute, das war jetzt so antiklimatisch. Es tut mir auch wirklich leid, wenn ich ehrlich bin. So, Lucrion, I guess, war es jetzt. Ich habe Lucrion. Und Assassino ist actually gewesen, oder? Okay. I guess es wird Zeit für Mega Gengar. I guess es wird Zeit für Mega Gengar. Und Delvet. Weil Delvet ist Water Ice mit H2O Absorber, was insane ist. Ich glaube, es wird Zeit für Mega Gengar, Leute. Es wird, glaube ich, actually Zeit für Mega Gengar. Jetzt ist meine Frage, lasse ich die Weltall drinnen oder nicht? Das könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare schreiben, ob ich die Weltall drin lassen kann. Ich meine, ich weiß, es ist ein Legendary. Aber die Stats sind jetzt nicht so viel besser als alle anderen, die wir haben. Ey, meine lieben Freunde, der ganze Spuk. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen perplex, aber dadurch, mich hat dieser Rotom-Fight so abgefuckt, Alter. Mich hat dieser Rotom-Fight so abgefuckt, dass ich jetzt für den restlichen Folge jetzt nicht wirklich Sachen hab machen. Und dass Flordelis so easy zu besiegen ist, hätte ich ehrlicherweise jetzt gesagt nicht geglaubt, wenn mir der jetzt nicht 700 mal Free Kills gibt. So, meine lieben Freunde, wenn euch die Folge gefallen hat, dann Daumen nach oben. Schreibt mir gerne was Liebes in die Kommentare. Ich weiß, durch den ganzen Rotom-Fight war ich jetzt nicht mehr wirklich in Aufnahmestimmung. Ich hoffe, das hat die Folge jetzt nicht zu sehr gestört. Wenn trotzdem, wie gesagt, einfach in die Kommentare schreiben. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ihr als nächstes Projekt von mir sehen wollt. Es wird wahrscheinlich die Unbound Nuzlocke, kann ich euch jetzt schon sagen, weil ich Urbock habe. Also es basiert auf dem Gen 4 Mod. Ich liebe Gen 4 und dann kann ich endlich mal wieder Gen 4 spielen. Daumen nach oben, abonnieren, wer noch nicht abonniert hat, Leute. Wir haben 350 Abonnenten, was insane ist. Wie gesagt, durch die ganzen Shorts mache ich da ja Abonnenten dazu. Deswegen abonnieren, wer noch nicht abonniert hat. Hab euch lieb, euer Wambo. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es endlich heißt, wir können wieder Encounter sammeln. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Hab euch lieb. Bis dann. Tschüssi.